Du, hier hinten in dem Haus ist SMG-Munition, wollte ich dir nur sagen. Ja, passt. Extra liegen lassen. Willst du da hochklettern? Ja. Oh, ich weiß gar nicht wie. Ach, das übrigens, das übrigens, ist übrigens. Ich habe ja noch andere Let's Player abonniert, unter anderem das Zweikampfsofa. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die sind so ungefähr mein Alter. Nee, spielen ja. Immer auf dem roten Sofa, sitzen zu zweit. Oben in der oberen Hälfte sieht man die beiden, in der unteren Hälfte, die spielen nur Konsole. Ach, sieht man dann eben die jeweiligen Filme oder Mitschnitte von denen, was sie spielen, ihre Spielersicht sozusagen, ne? Ja. Ist ja erstmal so nicht schlecht. Und die spielen Borderlands Pre-Sequel. Und die sind an der Stelle, wo man das eine Augenteil da oben suchen muss, wo man sehr schwer hinkommt. Aha. Da gibt es wirklich nur eine Stelle wohl, wo das geht. Das konnten sie dann auch nachvollziehen. Da musst du bloß richtig getimed auf die richtige Stelle springen. Du hast die Batterie gefunden. Das ist dir wohl durch Zufall gelungen oder so. Tja. Ich soll hier so einen Energiekern installieren? Hier, installier mal. Eine funktionierende Uhr sei wichtiger als Medizin gegen Schädelfrost, erhält derjenige eine strenge Verwarnung. Jetzt. Mach mal. Hier gibt's Medikits und Schilde. Danke, aber wir brauchen noch zwei Chargen. Die nächste führt ein Hyperion-Materialoffizier mit sich, der in den Highlands herumreist. Besorgt die Arznei von ihm. Ohne seine Wachleute macht dir der Materialoffizier sicher einen guten Preis für die Medizin. Ich schlage vor, du killst sie. Freundlich, wenn möglich. Aufgefressen wurde er? Womöglich gibt es hier eine Moral von der Geschichte. Wer sich aber mit der Natur anlegt, wird... gegessen. Hat sich in meinem Kopf viel tiefschürfender angehört. Verzeihung. Hauptsache das mit Kräuterbutter, da ist SMG-Munition. Das ist ja ein sehr geiler Briefkasten mit Zylinder und Schnurrbart. Tatsächlich, der ist hübsch. Aber der, und der Hut da, der hat noch einen Hut auf. Hier finden wir aber jetzt nicht die zweite Lieferung. Nee. Hast du jetzt noch was anderes nebenbei gemacht? Nee, oder? Ja, ich hab die Mission abgelegt. Achso. Wollen wir denn zur zweiten Lieferung? Achtung, Einwohner von Hohen. Schau mal. Oh, wir haben ja hier wieder was gekriegt. Karte. What the fuck? Oh, das ist ganz schön weit weg. Ein Fahrzeug wäre gut. Ich hab grad mein. Ich skill ja die ganze Zeit nur einen Baum und zur Ausgeburt der Hölle mit ganz viel Feuer und sowas, ne? Ja. Und da habe ich jetzt geskillt, kleiner Feuerteufel, sieht das irgendwie cool aus. Oh, hübsch. Ja, das sieht hübsch aus. So, nun komm, wir brauchen ein Auto. Ich hoffe, das ist aber effizient. Habe ich gerade Feuer gespuckt oder so? Ja, ja. Siehst du das nicht? Nee. Wo ist dein Fuck. Auto? Ja. Scheiße. Teleportier dich nicht. Ja, ich muss erst gucken. Nein, du hast dich teleportiert. Ach, teleportier dich nicht, hast du gesagt. Das kam zu spät. Das hatte ich doch schon wieder vergessen. Ach, naja. Ey, jetzt sind sie ja schon. Passt ja. Oh ja, sehr gut. Niemals aufhören zu killen! Niemals! Er ist Feuer und Flamme! Oh, du gehst gerade ab da, ne? Ja, alles gut. Hier gibt's Medikits und Schilde. Super! Du bist sehr effizient. Das imponiert mir. Der liegt da unten drunter, das Blut kommt raus. Komm, wir hüpfen mal noch drauf rum. Wir haben den Kontakt verloren. Finde sie. Bitte. Warum ist immer alles ausverkauft? Ist das die Medizin oder was wird da am Angebot? Ach so, alles klar. Ah, da ist ja gleich ein Auto-Ding. Das ist ja dann nicht so schlimm. War insofern nicht so verkehrt oder so falsch, dass wir da... Ja, irgendwie witzig, dass das Auto genau da hängen geblieben ist. Das ist nicht witzig, das ist alles Planung, ja? Erzähl nicht sowas. Ich habe mein Auto da vorne extra reingefahren, weil ich wusste natürlich, dass der Offizier genau da lang läuft. Ja, genau so sieht's aus. Oh, ich hab ihn sogar erwischt. Du gehst gerade wieder ab. Hast du wieder was eingenommen? Ja, alles gut. Achso. Ich hab heute kein Duplo gegessen. Oh Gott, ich habe aus auf die Karte geguckt. Was sind das für Geräusche? War das dein Stuhl oder war das was anderes? Nee,
Was ist das? Das war Game. Bist du leicht müde? Hast du Frühschicht? Kann das sein? Ja. Ah ja, dann ist das auch verständlich. Dann ist das Gähnen erlaubt. Na dann. Huch. Morgen nochmal und dann habe ich erstmal frei. Ja, das ist auch gut, ne? So, auch nicht lange, aber ein bisschen. Ja, hast ja dann auch genug gearbeitet, ne? Oh. Ich hab die falsche Waffe. Oh, Radio. Wenn du noch lebst, ah, jetzt sehe ich's. Hast alle drei Chargen der Arznei besorgt? Ja. Effizient, sehr effizient. Und nun, verteile die Medizin bitte in der Stadt. Ich würde es selbst machen, aber Hyperion mag es nicht, wenn wir unsere Häuser verlassen. Was? Wie sollen die anderen denn rankommen, wenn sie die Häuser nicht verlassen? Das ist irgendwie nicht ganz logisch. Willst du da jetzt den Bergkamm hoch? Ich glaube, wir müssen durch den Tunnel, durch den wir gekommen sind. Aber das geht jetzt nicht, ne? Ach nee, da. Da, Sanctuary, da will ich hin. Rülps hier nicht rum, ja? Das ist mein Part. Ich will zurück auf die Helios. Auf die... ja. Oh, der Parking Skills. Ich glitch hier schon wieder hin und her. Wenn wir 10 Jahre YouTube haben, dann spielen wir nochmal Pre-Sequel, ne? Ich wäre für Van Helsing. Ah, nein! 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 Das ist das erste gemeinsame, was wir nicht zu Ende gespielt haben, ne? Du kannst mir so viel Medizin bringen, wie du willst. Für mich bleibst du trotzdem ein Skag-Lutscher. Sorry wegen Dave. Er ist... Wir versuchen nicht mit ihm zu sprechen. Komm zurück und hol dir deine vereinbarte Belohnung. Wir 10 Leute wie dich würde diese Stadt laufen wie ein Uhrwerk. Hyperion. Da unsere Gehirne nicht von innen heraus verfaulen werden, kommen wir zu Punkt 2 meiner Agenda. Revolte. Wenn wir die Herrschaft Hyperions abschütteln wollen, braucht die Stadt einen Schild wie Sanctuary, um sich vor den Moonshot-Blitzen zu schützen. Wenn du der Stadt ein paar Schilde spendieren könntest, könnte ich sie zerlegen und daraus uns einen Schild bauen. Jetzt sollen wir ihr Schilde geben? Wo sollen wir die denn hin tun? Hast du irgendwelche Schilde im Inventar, die du nicht brauchst? Warte. Ich habe einen Granatenmod, den ich verkaufen kann. Ne, ich mein Schild jetzt. Ja, ein Schild habe ich. Brauchen wir also noch 4. Ja, das andere möchte ich noch ach scheiße, ich habe 2. Ich behalte die jetzt nicht mehr. Ist egal, man findet schon genug, ne? Oh, das war mein Telefon. Ich mach mal auf diesen. Dann macht das nicht mehr so ein Krawall. Wo müssen wir die... Ach, hier müssen wir die Schilde da oben reinschmeißen, ne? Ja, wir haben ja erst noch 2, das bringt uns dann nichts. Dann lass uns erst noch... Ich hab kein Schild, deswegen lass uns... Ne, du kannst doch hier welche kaufen. Ja, für jeweils 1000. Oh. Warte mal, ich guck mal. Ist da was Schönes bei eigentlich? Kosten die immer 1000? Wo sieht man denn hier den Preis? Ich sehe den gar nicht. Ich habe Eingeweide zu klopfen. Ach, da. Ah, ich bin voll. Warte. Ich kann hier aber die ersten beiden schon reinwerfen, ne? Ne, jetzt ist es weg. Wo muss ich die denn hinwerfen? Hier war doch eben ein Symbol. Bin ich doof? Hier, hast du eine andere Mission angenommen? Könntest du mal wieder die richtige Mission auswählen? Ich hab doch die richtige. Begib dich zum ersten Briefkasten, steht da. Wir sollen doch jetzt die Schilde... Ja, klar. Nee, wir haben ja nicht genug Schilde. Doch, wir haben. Hyperion möchte daran erinnern, dass alles noch viel schlimmer. Mann, dann kaufe ich 2. Das ist noch nicht weiter schlimm. Ich habe 2 Schilde und dann kaufe ich noch 2. Oder muss man die alle gleichzeitig reinwerfen? Wir brauchen 5 Schilde. Ja, dann kaufe ich 5. Müssen wir die alle gleichzeitig reinwerfen, oder? Nein, nacheinander. Naja, dann wähl aus, dann werfe ich das rein. Ja, dann kauf. Ich kann nicht kaufen, ich brauche Platz. Verkauf erstmal. Nein, ich habe aber nichts. Nun mach doch einfach mal. Danke. Ja, was willst du denn von mir? Die Mission. Na, dass du die Mission auswählst. Ja, jetzt. Ja, jetzt.
Soll ich das da einfach reinfallen lassen oder wie mache ich das? Ja, ich habe kein E. Gut. Hauptsache, das funktioniert. Ja, du musst auch davor stehen, ne? Also wenn du jetzt was wegwirfst, dann wirfst du es drüber. Also von hier oben, ne? Yeah, ey. Ich hab da oben gestanden! Ja, aber du hast Ziel gestanden. Wenn du den weggeworfen hättest, dann wäre das Ziel gelandet. Ja. Ist das wieder heute kompliziert. Ja, und wie die daneben fallen. Gut, ja. Wenn du noch lebst, sehe ich zu, dass es so bleibt. Hast du sie reingeschmissen? Nee. Muss man die wirklich von oben reinwerfen? Weißt ja. du das ganz ja. genau? Ach, scheiße, was mache ich denn jetzt hier? Warte. Wo muss ich denn da stehen? Die sind jetzt erstmal beiseite geflogen, alle beide. Könntest du die beiden da unten mal aufsammeln? Ah, das ist drin. Genau so. Noch ein paar Schilde, dann kann ich aus den Warte, nicht so viel. Na, drei habe ich nur reingeworfen, mehr habe ich nicht. Bevor Overlooks alter Administrator starb und die anderen beiden lagen hier unten. Karima, du kannst uns kein so ein Techno-Schild-Dings bauen. Du bist eine Frau. Wenn die Stadt jemand bräuchte, der uns Sandwiches macht, dann würden wir dich rufen. Danke für dein Feedback, wird dankbar zur Kenntnis genommen, David. Da ist was rausgefallen. Ach, das sind die Einzelteile für, Schild, für den Schild, ne? Ja. Hast du sie alle gesammelt? Ja, ja. Gut, und wo musst du das jetzt anbauen? Na, ihr geben, ne? Ach so. Ihr werdet euch alle selbst in die Luft jagen. Hört lieber auf. Danke für diesen Beitrag, Dave. Oh, dafür habe ich ein Schild gekriegt. Gar nicht mal so einen schlechten. Und ich hätte gern, dass du mir hilfst, ihn zu testen. Begib dich zu dem Hyperion Außenposten in der Nähe und geh dort zu der Mörserkanone auf der Abschussrampe. Hey, Karima, weißt du, was noch besser ist als ein funktionierender Schild? Keine Frau zu sein. Was ist das ein Arsch? Oh mein Gott, Schnauze, Dave. Seid gegrüßt, Bürger von Overlook. Ich, Handsome Jack, bin mäßig begeistert, euch in der Hyperion-Familie willkommen zu heißen. Gebt Acht wegen der Attacke. So, jetzt hat er es kapiert. Ich hätte ja schon Tab gedrückt. Ach, du bist unten beim Auto. Warte, zarte Arschkranke. Das war der Popschutz. Ist der neue jetzt etwas besser? Ja. Ich kann nicht rein, jetzt kann ich rein. Hast du das Auto kaputt gemacht? Ja. Aha. Und was ist da eben drunter geplumpst? Nichts. Hier hat's laut gekracht. Mir ist nichts runtergefallen. Ja. Da müssen wir aber gar nicht hin. Falsch. Warte, ich schau mal auf die Karte. Das ist hier hinter uns irgendwo, ne? Nee. Da. Wir fahren wir jetzt richtig? Jetzt müsstest du irgendwann mal rechts, links abbiegen. Da oben drin? Weiter links. Nein, nicht die Straße, der Straße nach. Irgendwie hier oben. Kann das sein? Oh. Da hoch. Da gucke ich aber nicht hin. Ja, sieht gut aus. Hier schon wieder. Ich kann so nicht schießen. So kann ich nicht arbeiten, wenn du so einparkst. Ich komme jetzt hier wieder nicht rüber. Ich komme hier nicht rüber. Hä? Ich bin an der Mauer hängen geblieben. Passiert. Tja. Du hast eine schöne Lache. Hat nicht geklappt. Die schönste. Nächste Loder. Er wirbelt hier hin und her. Oh, fuck. Jetzt ist
Zeit. Oh, ich bin auch... Oh, jetzt hat's mich erwischt, ich sehe. Einfach so umgefallen bin ich in Zeitlupe. Jetzt bin ich wieder da. Ja, ey. Ja. Was war das schon wieder? Was machst du da? Oh, meine Leben neigen sich zum Ende. Ja. Oh, ich seh den Typen nicht. Macht nichts, ich stehe hinter dir. Ich bin immer Alter, da, wenn du mich brauchst. Neben mir ist ein Fass explodiert. Und ich sterb auch gerade. Mal gucken, was schneller geht. Oh. Das war die Säule. Ich habe auch ein bisschen was abgekriegt. Los, wieder ran an den Speck. Ich kann dir gar nicht genug danken. Du bist verbrannt, der Toast? Wer ist denn der verblödete Skaglutscher da oben bei der Kanone? Bitte ignoriere Dave und richte die Kanone 55 Grad nach links und 86 Grad nach oben. Overlook muss voll von dem Mörser getroffen werden, um den Schild zu testen. Mach das richtig. Und jetzt feuere die Kanone ab. Larry, mal sei nicht traurig, dass Jack dein Mann in den Grinder gesteckt hat. Was soll's? Ich steig mit dir ins Bett, wenn du mich freundlich bittest. Jetzt versuchen wir es mit aktiviertem Schild. Frauen. Du musst aber noch ein bisschen einstellen, denn, ne? Oder? Naja. Bitte feuere die Kanone noch einmal ab. Sehr träge, die Waffe, ne? Sehr effizient. Der Schild funktioniert. Overlook ist sicher und kein Dave mehr. Heute ist ein wahrer Glückstag. Komm zurück, sobald es dir passt. Mir passt es. Oh, nichts passiert. Ich bin stolz übrigens auf uns. Na warum? Wir haben gleich eine Stunde voll. Boah, das war mit komischem Gesappel zu beginnen. Ja, die Stunde machen wir aber voll. Ne? Dann sind das 4 Folgen. Und dann haben wir diese... Ich schalte ja jetzt nur jeden zweiten Tag eine Folge frei. Mhm. Bis das sich wieder normalisiert hat. Aber das ist immer noch besser, 3 Folgen pro Woche als gar keine, ne? Ja, es normalisiert sich jetzt langsam. Du hast ja die Woche noch Urlaub. Ich ja, wir werden noch was zustande bekommen, genau. Jetzt haben wir wenigstens Zeit. Vielleicht kommt noch ein Let's Talk. Ich will nicht zu viel verraten. Ja, das machen wir. Das hatte ich dir ja gesagt. Da unterhalten wir uns nachher noch drüber. Können wir uns mal schon ein bisschen abstimmen. Weißt du, was ich an Dave am meisten mag? Dass er tot ist. Glückwunsch zu Ihrem zweiten Fläschchen Aspirin. Oh, geil. Ich habe ein zweites Fläschchen Aspirin. Irgendwie habe ich ein anderes Schild. Ich hatte vorhin mehr. Ach, oder habe ich, weil ich anders geskillt habe? Wirkt sich das so aus? Ich weiß das gar nicht. Was soll das heißen, theoretisch? Setzt ein Explosionsnova frei, wenn das Schild... Oh. Das nehmen wir doch glatt mal. Das hört sich ja gut an. Wenn ich sterbe, dann nehme ich alle mit in den Tod. Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus Munition. Ach, naja. So, jetzt kann ich mich aber mal langsam... von anderen Waffen verabschieden, so, die ich sowieso nicht benutze. Wir freuen uns, Sie zu sehen. Wir nehmen uns jetzt mal 2 Autos, weil wegen Briefkasten und so. Ja, warte aber, bevor du loslegst, ich bin hier gerade beim Verkaufen. Warte mal eine Sekunde, ich habe hier interessante Waffen aufgenommen. Die behalte ich mal. Der kostet Gesundheit. Ja, den behalte ich mal. So. Wenn ich Munitionsmangel habe, kann ich den Schild wechseln.
Und dann habe ich ein Schild der Munition absorbiert. Ist das gut? Also ich habe ja zwei Autos gespawnt, kannst du einfach aussuchen, mir ist gerade das Essen für uns. Ja, ich habe schnell mal noch ein bisschen Muni geholt hier aus der Kiste. So, und welchen nimmst Warte. Du? Warte. Welche? Los, müssen? Einfach fahr einfach irgendwo hin, mal gucken, wo wir... Der muss trainiert haben. Oh ja. Ich muss dringend wohin! Oh, ich muss dringend wohin! Stimmt ja, hier brauche ich ja bloß Gas geben, hier steuert man ja mit dem Mäuschen. Ja. Ich fahre ja relativ wenig Auto hier. So, ich fahre mal geradeaus weiter zu dem einen, biegst du dann links ab, du biegst mal links ab, ne? Ich bieg mal... links ab. Das ist nicht links. Gut. Das ist doch links, was willst du von ja, mir? Ja, ich weiß nur, weil du so lange geradeaus bist. Ich sollte mehr Auto fahren. Was sollen wir hier finden? Briefkasten. Ah, Briefkasten, ja, ich sehe. Hier kommen ganz viele Loader raus. Ist das normal? Ja, ist egal. Hauptsache, du kommst zu den Dingern da. Ja, ja, ich habe ja... Ich habe ja meine Korrosionsschrotflinte. Ja, es schießt nicht so viel. Geh mehr zu den Dingern. Wir haben nur eine Minute 45. Ach so, das geht auch noch auf Zeit. Ja, das schön, dass ich das auch mal erfahre. Ja, das ist super groß und fett. Da guck ich doch gar nicht hin. Solltest du raus mit dir. Lauf! Junger Padawan. Alter Meisterwan. Warum hängt er hier an solchen Kleinigkeiten fest? Ich hoffe, dass ich hier raufkomme. Scheiße, 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 scheiße. Ja, es geht. Wie kommt man denn hier in den Turm? So, jetzt bist du da mit dem letzten. Ja, der, ich muss ja erstmal hinkommen. Boah, ich sehe den Briefkasten. Das war flott. Leg die Dinger in mein Schließfach, dann werden wir sehen, ob dieser arme Geddon-Kram tatsächlich so gut ist. Ich hau ab. Au! Och, wie wechselt man den Platz? Gar nicht, ne? Ja, der ist... Der jetzt will die Nadel mit mir mitfahren. Gibt's nix. Kannst vergessen.